Hallo und herzlich willkommen. Ja, Freunde, es ist doch noch mal soweit. Ich habe es ja e eventuell angekündigt, dass wir noch eine extra Runde machen. Denn es gibt eine Sache, die würde ich doch nur zu gerne erleben und die werde ich nun erleben, so sogar blind. Und dafür habe ich mir einen netten Sponsor geholt, sage ich mal so. Stell dich einfach mal vor. Was soll ich großartig sagen? Ich habe mich aufs Video gemeldet, weil ich mir dachte, Pony Level. Und naja, mehr wüsste ich dazu nicht zu sagen. Ja, freut mich auf jeden Fall. Wir machen das jetzt gemeinsam zu zweit. Wir haben uns vorgenommen, das Ganze in Albtraum anzugehen. Ob das jetzt gut für mich endet, weiß ich nicht. Deswegen, ich nehme auf jeden Fall mal meine Dämonenjägerin. Mit der habe ich sowieso schon länger nicht mehr gespielt. Ja, würde ich vorschlagen, dann machst du ein Spiel auf oder soll ich? Oder weil ich habe keine Ahnung, wie das jetzt auch funktioniert. Von daher. So, es kann sein, dass ich eben einen kurzen Cut gemacht habe, weil man hier meine Dinger sieht. Also nicht wundern, es fehlt nichts. Wir sind gerade dabei, ein Spiel zu öffnen. Ja, das nur mal vorsichtshalber erwähnt. Aber ich habe hier noch kein Dings zum Joinen. Moment, dann in Gruppe einladen. Ah ja, genau. Da geht's los. So, ja, du kannst ja mal den Zuschauern erklären, wie genau das mit dem Pony-Level funktioniert, was man da genau braucht und eventuell auch, wie man das bekommt. Also mit dem Pony-Level verhält sich's ähnlich wie in Diablo 2. Man muss sich wieder die passenden Gegenstände zusammensuchen. Dazu gehören diesmal ein Bauplan für den Hirtenstab. Für diesen Hirtenstab braucht man, soweit ich mich erinnere, etwa zwei Dinge aus dem ersten Akt. Das sind ein riesiger schwarzer Pilz und Leoriks Schienbeine. Und aus dem zweiten Akt Regenbogenwasser, aus dem vierten Akt den sogenannten Quacksalberstein. Und ja, Schwierigkeit dabei ist einfach, dass das Zeug droppt teilweise sehr, sehr selten. Beziehungsweise die Maps dafür öffnen sich sehr, sehr selten. Aber schwieriger wird's nicht mehr. Danach muss man nur noch sich das Rezept kaufen für die Stäbe danach und muss man halt für 100.000, 200.000 und 500.000 Gold erweitern. Ach so, okay. Wie lange hast du gebraucht, die ganzen Items zu farmen, sag ich mal? Oh Gott, also ich bin allein im Quacksalberstein 4 Stunden Oh herumgelaufen. Gott, okay. Ja, da bin ich ja froh, dass du das jetzt heute sponserst hier. Bin ich mal gespannt. Okay, wie geht's nun ab? Ich überlege gerade, wie machen wir es jetzt? Ja, machen wir es so. Jetzt erstmal aus der Stadt raus. Hirtenstab muss man immer im Gepäck haben, um das Pony-Level betreten zu können. Um es betreten zu können, sollte man halt möglichst erster Akt, zweites Quest beginnen. Da muss man sich den Scheiß mit den Zombies am Anfang nicht geben. Richtig. Und dann läuft man einfach erstmal einen Weg runter. Okay, gut. Spielst du noch aktiv, Diablo, oder jetzt nur, um, ja, das zu zeigen? Also jetzt seit dem Paragon-Patch habe ich jetzt, wie man sieht, unter dem Bild sieht man jetzt diese kleine 4. Und die besagt, dass man halt eben schon 4 Level auf diesem Paragon-Skill-System gemacht hat. Nicht genug Hass. Und seitdem, also seit gestern, spiele ich es eigentlich wieder. Weil es gibt jetzt die sogenannte garantierte Legendary nach, glaube ich, 500 Elite-Kills. Ach so, okay. Das wusste ich gar nicht. Und also das ist halt weniger motivierend, weil 500, da hast du halt bis zum Ende von Inferno gerade mal 2000 gekillt. Oh Mann, das ist echt viel. Und ja, und jetzt halt wegen dem Paragon-Zeug. Warte mal, da siehst du jetzt den Kuhgeist. Aha, der Kuhgeist, wie treffend. Genau, und der erscheint eben nur mit dem Stab. Sind Okay. wir mal beide ruhig, dann hören wir beide, was sie sagen. Okay. Wir sehen, dass ihr den Gegenstand dabei habt. Wir sind äußerst erfreut. Oh, ihr Götter, ihr seid eine Kuh? Was war bloß in dem Heiltrank, den ich vorhin getrunken habe? Und ihr seid ein stinkender Fleischsack ohne Fell. Aber wir haben jetzt keine Zeit für Albernheiten. Der Level voller glitzernder Glückseligkeit und Regenbögen erwartet euch. Ihr meint den Kuh-Level? Nein, es gibt keinen Kuh-Level. Und jetzt Entschuldigung, munter weiter mit euch. Sehr geil.
wie sie das mal wieder verarscht haben. Das legendäre Q-Level aus Teil 2, es gibt's wirklich nicht mehr, dafür haben wir hier jetzt so ein buntes Leuchten. Genau, das ist halt, da hatten sich ja im Vorfeld so viele Leute darüber beschwert, dass Diablo 3 viel zu bunt wird. Und gleich kriegst du halt den absoluten LSD-Flash. Ja, Leute, passt gut auf. Es liegt nicht an euren Grafikeinstellungen. Das ist jetzt gewollt, was ihr gleich sehen werdet. Also ja. Munter rein. Ja, in die Grafschaft Launenbach. Ui, das sieht ja echt geil aus. Also ich hab's ja schon mal auf Screenshots gesehen, aber das, ui, wie geil. Da sind die ersten Ponys. Mal gucken, ob die was drauf haben. Och, wie süß. Also das ist ja echt putzig. Guckt euch mal die Karte an. Zu geil. Okay, die Ponys haben nichts drauf. Und die Blümchen, das sind auch Gegner. Ich werd verrückt. Naja, wenn das zu langweilig wird, können wir nochmal einen auf Hölle machen. Ach nö, lass mal. Ich bin ja noch gar nicht in Hölle, glaube ich. Daran könnte ich mich. Yay, 46, ich stufe hier sogar auf. Wahnsinn. Ja, du bist schon 60 und das mit dem Paragon-Level ist ja erst so, wenn man 60 hat, dann beginnt erst dieses Level. Und das geht bis 99, glaube ich, oder? Bis 100. Sogar. 100, okay. Genau, und es ist halt eben, durch die Paragon-Level kriegt man ganz normale Level-Aufstiegsattribute. Also wie die, zum Beispiel für den Demon Hunter waren es, glaube ich, 1 auf Stärke. 3 auf Geschicklichkeit, 1 auf Intelligenz und 2 auf Vitalität oder so. Okay. Also ein bisschen da hilft's auch. Mhm. Ja, willst du es noch fertig machen oder soll ich nur drum herumlaufen und es mit meinen Dornen kaputt machen? Ja, ja. Zorn, Zermalmer, okay. Aber echt süß gemacht, das Ganze. Also deutlich besser und knuffiger auch. Ein Goldkessel, okay. Ach, wie geil. Ja. Ist aber halt zum Farmen Hölle pur, glaubst du mir. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, ich find's gut, dass sie mit dem Patch so doch gravierende Änderungen bringen. Also es hat anscheinend doch schon ein bisschen Kritik gehakelt hier und da. Würdest du jetzt sagen, das ist insgesamt eine Verbesserung? Die haben ja auch insgesamt die Drop-Chance geändert, oder? Ja, die haben die Drop-Chance enorm nach oben verändert. Wir merken es halt immer, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Asmodan-Run machen, also ab... Mhm. Ab den Schlachtfeldern, da bist du halt alle 10 Minuten am Inventar ausleeren. Okay. Es ist halt nach wie vor 99% Schrott. Mm, okay. Aber du gehst halt mittlerweile nicht mehr mit einem Minus raus, wenn du nicht dauernd stirbst. Okay, die Musik ist ja auch ziemlich geil. Man hört sie nur so leise, aber richtig geil. Ja, irgendwas, das rückwärts abspielt. Ja. Man müsste mal vorwärts abspielen, was kommt dann wohl raus? Hm. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Schon was Interessantes. Ich tippe auf Hotel California. Dann gibt's ja, es gibt ja noch so diese berüchtigten Zahlen, die man da so finden kann, diese Seiten. Da hat es aber noch nicht irgendwas mit auf sich, also da gibt's noch keine Hinweise oder so, oder? Da habe ich selber erst einmal im Chat so eine Seite gesehen und ich habe selber noch gar keine davon gefunden. Hm. Die sind angeblich seltener als Legendaries, also... Ich habe eine einzige Seite mal gefunden und hab die verrücktesten Sachen dazu gelesen. Also die haben ja sich da sehr nach Lost orientiert, die Serie. Da haben sie die gleichen Zahlen genommen und so und auch gleiche Bezeichnungen zum Teil. Aber angeblich ist dazu noch nichts bekannt. Hm. Also da haben ja eben auch ein paar Leute gesagt, die haben gesagt, auf Deutsch lohnen sich die Seiten gar nicht durchzulesen, weil eben der ganze Lost-Witz dabei verloren geht. Okay. Und, aber es wurde halt schon öfter mal gesagt von Fans halt, dass es sehr, sehr viele Anspielungen auf die Serie drin hat. Ja, das stimmt. Ob es alle Seiten so sind, das weiß ich wiederum nicht. Ja, naja gut, vielleicht machen sie noch was draus, aber na, ich bin zuversichtlich. Ich werde es auch, ich habe zwar gesagt, bei mir ist die Motivation weg, das stimmt auch, aber... Langsam juckt's wieder, also ich glaube, wenn ich jetzt 1-2 andere Games offline für mich ein bisschen gespielt habe, dann werde ich mir auch mal wieder eine Runde Diablo gönnen. Wer weiß, vielleicht kommen dann mal wieder Let's Show Parts oder so. Aber ja, das dürfte wahrscheinlich der knuffige Abschluss werden, sagen wir es mal so. Ja, ich meine, also so... Man muss sagen, das Paragon-System hat schon wirklich Endgame-Motivation reingebracht, weil davor bist du als irgendwo... Ab Inferno ist es vor allem als Fernkampfklasse, wo du halt nicht wirklich riesigen Verteidigungspool oder Lebenspool hast, ist es halt 90% sterben und Rage quitten. Mhm.
Okay. Weil du mit einem Schlag stirbst. Dementsprechend das Paragon-System hat einiges rausgezogen. Und vor allem, weil sie jetzt auch die Champion-Packs um einiges geschwächt haben. Ah, das habe ich gelesen, genau. Genau, das hilft halt wirklich, weil du hast da so asoziale Kombinationen zum Teil. Mhm. Die kommen zwar immer noch vor, aber die sind jetzt halt... Die kannst du jetzt wenigstens dadurch, dass du 10-mal stirbst, dran besiegen, weil die ja nicht mehr komplett hochheilen. Mhm, okay. Das haben sie ja auch rausgepatcht, was ich sehr, sehr gut finde. Weil ansonsten hast du halt alle 5 Minuten Spiel neu aufmachen dürfen, wenn dir so ein Pack begegnet ist. Okay. Ja, das klingt beruhigend, wirklich. Finde ich gut, dass sie das gemacht haben. Ja, ich will auch irgendwann mal Inferno sehen und so. Also, ich krüppel ja immer noch mit meinen Albtraumcharakteren rum. Dann habe ich irgendwie Bock auf einen anderen Charakter, aber so richtig hochgepeitscht habe ich bisher noch nie einen. Naja, mal gucken, irgendwann klappt das noch. Wir haben ja jetzt wieder wahrscheinlich gute 10 Jahre Zeit, bis ein Diablo 4 kommt. Von daher, es ist ja noch Zeit. Naja, also ich hätte jetzt nicht mehr die Motivation, irgendeinen Charakter hochzuspielen. So allein der Sache her, also das Auktionshaus, das ist halt Fluch und Segen zugleich. Ich meine, du kannst selber keine brauchbaren Items zu dem Zeitpunkt finden, dass du auf Inferno anfangen könntest. Mhm. Und dementsprechend sitzt du da halt mit deinem Level 60 Charakter und jetzt durch Paragon-Level, du kriegst ja mit jedem Level auch noch 3% Magie- und Goldfund-Bonus permanent drauf. Mhm. Heißt, es lohnt sich auch, wenn du den einen Charakter dauerhaft spielst. Okay. Aber es dauert auch richtig bös lange, bis das Level hochgeht, ne? Also ich habe jetzt seit gestern gespielt. Ich bin Level 4 und ich habe, glaube ich, 6 Stunden gespielt die letzten 2 Tage. Okay, das geht ja noch. Das ist eigentlich total human, weil vor allem du bist halt Inferno, da wird es nicht sonderlich schwerer. Du musst dich halt nur noch auf die verschiedenen Gegner-Taktiken einstellen. Mhm. Und das ist natürlich ein Vorteil. Ich meine, der Paragon-Level, der macht dich ja nur stärker und der Rest ist ja sogar abgeschwächt. Da hat man dann richtig eine Chance, ne? Ja, genau. Und vor allem, du wirst halt... Ja gut, Inferno, erster Akt ist um einiges leichter als zweiter, dritter, vierter. Mhm. Aber halt ab dem zweiten geht's von den Schadenswerten nicht mehr so hoch. Vor allem als Demon Hunter, weil ab dem zweiten spätestens merkst du, es ist sinnlos, wenn du stehen bleibst, du musst laufen. Okay. Ah, das Pony hat mich getötet. Ja, ich habe keine Heiltränke mehr dabei. Das ist natürlich ein bisschen tödlich. Ah, macht ja nichts. Dankeschön. Ich habe nur welche für Level 58. Passt noch nicht ganz. Noch nicht. Aber echt süß. Also das gefällt mir auch besser wie das Q-Level. Wobei, das Q-Level war halt legendär, weil die, vor allem die Synchronausgabe, werde ich nie vergessen. Also ich hab's ganz ehrlich, da war mir Diablo 2 zu anti-casual. Mhm. Da ist Diablo 3 schon besser für mich, weil Diablo 3 zum Beispiel mag ich deswegen, weil du dich eben nicht mehr so verskillen kannst, weil du nicht mehr in ein Eck läufst und dann... Wo läufst du hin? Ach so. Ja, ich wurde von 2 bösartigen Ponys gekillt. Rosafarbenen Regenponys. Ja, ein rosanes und ein lilanes. Ach, schön, wie sie aber auch bluten. Ja, die explodieren so wunderschön. Ja, ist schön. Und alles blutet. Ja. So wunderschön knuffig und hässlich zugleich. Ha. Ja. Schön. Ja, aber das Q-Level zum Beispiel war ja auch um einiges intensiver, da hast du halt Gegnergruppe auf Gegnergruppe gehabt. Stimmt. Ach, das waren so unglaublich viele, ja. Und dann gab es ja natürlich noch den legendären Kuhkönig. Gibt es hier auch einen Megapony, oder? Ja, das taucht aber, soweit ich mich erinnere, nicht jedes Mal auf. Okay. Das ist halt meistens auch noch so ein schlapper lilaner Gegner. Ah, und vor allem auf den höheren Gegnerstufen merkst du halt, die pro Stufe kriegen die ganzen Champions und blauen Gegner kriegen einen Präfix mehr. Ah, okay. Genau, du hast auf der ersten Stufe haben sie maximal 1, auf der zweiten 2, 3, 4. Und da hast du halt die lilanen Gegner sind der Gegner dann auf einmal ein Witz. Die Bossgegner sind halt auch, die haben nur noch mehr Leben und fügen mehr Schaden zu, aber die sind nicht mehr annähernd so gefährlich wie die normalen Packs. Hm. Na gut. Naja, doch, das ist... Naja, trotzdem interessant. Also doch, ich bin mal gespannt, was sie noch bringen. Ich meine, es ist ja schon... Was ist das da? Oh, die habe ich noch nie gesehen. Ja, ja.
Hui. Das ist cool, habe ich selber noch nie gesehen. Oh, makelloser Topaz, nett. Ach, komm, nimm mal gleich mit. Ah, die haben ein bisschen die Farben geändert, sehe ich gerade. Das finde ich ja auch gut. Dass sie so ein hellblau jetzt für das Zeug nehmen. Mhm. Das finde ich auch um einiges besser. Das ist wirklich gut. Das habe ich mir nämlich schon mal gewünscht. Dass man das besser unterscheiden kann. Ja, ich bin mal gespannt. Sie werden garantiert auch noch ein Add-on rausbringen, wie sie es ja eigentlich bei jedem ihrer Spiele machen. Dann gibt es bestimmt auch mal eine neue Klasse oder so. Spätestens dann ist bei mir wieder voll und ganz die Motivation da, weil sobald es wieder einen fetzen Story gibt, den habe ich ja aufgesaugt wie nix. Ja, ich habe es mir als total gespoilert, indem ich mir ein Let's Play von einem bekannten Vertreter einer deutschen Spielezeitschrift angeschaut habe. Ah, okay. Und hab halt ewig gewartet, bis ich mir das Spiel kaufe. Hm. Und jetzt ist ja irgendwo auch so ein bisschen der Hype gestorben, muss man sagen. Ja, das merke ich auch in der Freundesliste, da ist kein Mensch mehr drin und so. Mhm. Also es ist schon abartig, wie das abgebaut hat. Wenn man sich's halt so anschaut, jetzt zu Hightime eigentlich 1800 Spieler, 1100 Spieler online. Hm. Auf den europäischen Servern. Das war klar, dass Blizzard jetzt reagieren musste. Mal gucken, ob sie da mit dem Patch jetzt was rausreißen. Naja, insgesamt ist es halt auch wirklich so, vielleicht hatte ich damals mehr Zeit, aber teils wurde mir auch besser gefallen. Weil, ich weiß auch nicht, dieses Level-System von damals, dieses Individuelle, das war mir einfach alles noch ein bisschen, ach, ich weiß auch nicht. Man konnte sich drin vertiefen. Ja, ja. Das ist halt das Ding, wo ich zum Beispiel sag, hat mich Diablo 3 um einiges mehr angesprochen. Mhm. Weil ich einfach nicht die Zeit habe, zum Beispiel. Das stimmt, ja. Man hat jetzt mehr so ein bisschen casual-freudiger, das Ganze. Ja, genau. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel angenehmer. Wo müssen wir denn noch hin? Da hoch könnte man noch. Ach, die Leute, so putzt die Karte. Ich finde die toll, ey. Erinnert so ein bisschen an Yoshi's Island, finde ich. Ja, doch, das hat was. Oh, Mann. Bräuchten wir nur noch diese Yoshi-Musik im Hintergrund mit den singenden Kindern. Ach, die hätten sich ein paar Lizenzen holen sollen, dann hätten die auch Yoshis rumrennen können, naja. Gibt's bestimmt bald einen Grafikpatch. Genau. So, da oben sind noch ein paar. Ja, wir sind wahrscheinlich mit diesem Pony-Level gleich durch. Sieht schlecht aus. Oh, eine Teddybärenbande hier. Ganz gefährliche Gang. Eieiei. Ja, musst du echt aufpassen, also. Nicht genug Hass. Ja, das nächste Mal. Ich hätte mich ja auch besser vorbereiten können. Hätte mir Heiltränke kaufen können. Naja. Das war halt eine sehr spontane Aktion. Ich habe hier eine Elite-Blume, yay. Also, was heißt Elite? Ne? Ich fühle mich eine gelbe. Ja. Die hat mich getötet. Aua. Ach, da unten bist du. Moment, ich komme. Jetzt muss ich sie kaputt machen. Ja, auch besser so. Oh, hat nicht mal was gedroppt für mich. Ein Garter, ein Rare Garter. Okay, guck ich mir später mal an. Ja, wir werden wohl nicht mehr allzu lange hier drin sein, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem kunterbunten Abschluss. Na, wir haben ja noch ein bisschen was da knapp über dem Eingang, westlich davon. Ach so, okay, da unten noch. Mhm. Aber das Pony-Level ist halt wirklich sehr, sehr klein im Vergleich zum Kuh-Level. Ja, das stimmt. Naja, gut, so viel Buntes auf einmal, das tut auch nicht gut auf Dauer. Müsste man ja schon fast Epilepsie-Warnung aussprechen. Ich schaff's halt auch nicht. Jedes Mal, wenn irgendwer meint, ab auf Inferno-Pony-Level. Das macht mich so fertig jedes Mal. Kann ich mir vorstellen. Es ist so viel Glückseligkeit an einem Ort. Ja, irgendwie schon. Ach toll. Diese leckeren Heiltrank-Küchelchen und so. Super. Eine geile Idee. Vor allem, wenn der Demon Hunter da so ganz hasserfüllt spricht. Und Hass aufbaut statt Freundlichkeit. Oh Mann. Hätten sie auch ändern können. Ja, die hätten die Charaktere auch ein bisschen modifizieren können, sag ich mal. Oder der Welt anpassen. Ja, statt Bolzen Blümchen durch die Gegend fliegen. Oh Mann. So, wir müssen da hinten noch hin, genau. Da haben wir noch was zu tun. Ja, ihr könnt ja gerne auch selbst mal den Pony-Level ausprobieren. Und ja, uns das Feedback geben, wie ihr das so fandet oder ob das totaler Schwachsinn ist. Ich finde, es ist eine geile Spielerei. So. Schauen, ob da unten noch irgendein Boss ist oder so. Schon zu krönenden Abschluss. Irgendein geiles Item.
Ist noch nie ein Legendary oder so online gedroppt, also während ich aufgenommen habe. Und ich habe noch nie ein Set-Item bekommen, noch nie. Ich nur ein einziges Mal und das war natürlich Schrott. Ja, wie so oft. Nicht genug Hass. So. Geh weg, du doofes Pferd. Aber was ich auch sehr, sehr gut finde, ist, dass die Legendaries jetzt wirklich vor allem einzigartige Fähigkeiten haben und insgesamt um einiges bessere Werte. Es war ja auch lange Zeit so, dass die stinknormalen Magic-Items meistens besser, ja, grundlegend besser sind wie Legendaries. Das hat ja dann die Jagd nach Legendaries, also so den Reiz ein bisschen abgeschwächt, ne? Naja, aktiv jagen nach denen kannst du ja eh nicht, weil die komplett aus dem Drop-System draußen sind. Ach so, okay. Die droppen ja nicht nach Magic Find, die droppen komplett nach Chance. Oh Mann, okay. Heißt, die findest du meistens, soweit ich weiß, kannst du die sogar nicht, kriegst du die nicht einmal von magischen Gegnern, sondern meistens von normalen. Ach so, okay. Bei mir war es jetzt auch immer so, ich habe die entweder aus irgendwelchen Waffenrüstungsständern gefunden, oder eben von stinknormalen weißen Mobs. Das finde ich aber auch irgendwie schade, muss ich sagen. Also ich weiß noch damals in Diablo 2, da habe ich mir so eine Magic Find Source gemacht mit um die 800 MF und so. Und da hat man sich richtig gefreut, dass da wirklich alles mit einbezogen wurde. Die Wahrscheinlichkeit, aber wenn das so ist... Oh, da ist ein gelber Teddybär. Der mag mich nicht. Ich bin verwundet. Nein. Lass mich am Leben, böser Bär. Ja, knuddle mich, los, nimm mich in den Arm. Ja, den kannst du knuddeln, genau. Fühle mich wieder wohl. Ja, der hält was aus hier. Na komm. Yay. Und wieder eine Seite. Oh. Ups. Ja, das wird spätestens ab Inferno immer tödlich. Ja, das merke ich schon. Vor allem für mich, ich bin ja ein bisschen unaufmerksam, vor allem wenn ich aufnehme. Ja, mit den Kuchen, yay. So, was haben wir hier noch schönes? Geschenke. Immer her damit. Glückswolken. Glücksbärschis würden hier auch gut reinpassen, finde ich. So. Wobei, das sind ja Glücksbärschis im Grunde. Ja, die haben aber nicht das schöne Logo auf dem Bauch. Ja. Die greifen nicht mit Fernkampfattacken an, wie sich gehört. Vielleicht aber auch gut so. Oh, ein Rare Gürtels Trang. Okay. So, her damit. Och ja, man kann eigentlich auch ganz gut leveln hier, sehe ich gerade. Jetzt haben wir schon wieder, also ich zumindest ein halbes Level voll. Du wirst hier wohl nichts. Hast du dann auch noch so eine Leiste bei dem Paragon-Level? Ja, genau. Also ich habe praktisch dieselbe Leiste nochmal in Blau. Aha. Und man muss halt sagen, im Endeffekt, du kannst ja nicht aktiv leveln. Du levelst halt immer nebenbei, weil du sowieso farmen gehst, wenn du es möchtest. Und ich meine, das geht eigentlich immer recht flott. Das ist nicht so, dass du halt stundenlang an einem Level sitzt. Noch nicht. Noch nicht, ja. Das wird wahrscheinlich noch richtig heftig werden, kann ich mir vorstellen. Ja, also die höchsten Leute, die ich jetzt gesehen habe, waren, glaube ich, Level 7. Mhm. Die haben gesagt, die haben seit gestern ein paar Stunden immer wieder gezockt. Aber an sich, also ich finde es im Moment, das ist auch nicht so ein Punkt, wo ich sagen würde, ich muss unbedingt grinden gehen. Das ist halt ein netter Nebenverdienst, weil davor war es halt so, du bist grinden gegangen, meistens mit einem Minus raus, hast nichts Brauchbares gefunden. Und dann bist du wieder Goldfarm gegangen auf einer niedrigeren Stufe. Okay. Und war halt keine Motivation, wenn du wusstest, dass du am Ende sowieso nichts findest. Ist klar, ja. Jetzt hast du halt am Ende des Tages immer was davon, wenn man es so sagen will. Immerhin, ja. Naja, sie haben schon gut dran getan, finde ich. Ja, wir sind durch mit dem Pony-Level. Das war's. Klein, aber fein. Was haben wir jetzt geschafft an der Zeit? Ja, eine knappe halbe Stunde haben wir jetzt aufgenommen, ne? Ja, doch so viel. Boah. Ist ein schönes Video geworden, denke ich mal. Ich denke, ihr hattet Spaß. Es war mal was anderes, wie gesagt. Schaut es euch auch mal an. Ist lustig. Und ja, vielleicht sollte man Diablo jetzt mit dem neuen Patch doch nochmal eine Chance geben. Ich werde es definitiv irgendwann mal wieder tun. Gut, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, dass du das gesponsert hast. Weil ich hätte kein Elan mehr gehabt vorerst. Das ist eine schöne Sache. Ich wünsche euch noch was. Hinterlasst Feedback. Und wie immer hat mein Gast die letzten Worte. Tschüss. Was soll ich da großartig sagen?